Ich glaube wirklich fest daran, dass wir alle technologischen Möglichkeiten haben, um die Zukunft zu bauen, die wir brauchen. Regenerativ, sozialverträglich, klimaneutral. Wir haben zutiefst verinnerlicht, dass unser menschliches Wirken immer Kosten erzeugt, sei es Kosten für die Gesellschaft, sei es Kosten für die Umwelt. Wir glauben mittlerweile, dass man das etwas reduzieren könnte, aber wir können uns keine Welt vorstellen, in dem wir mit unserem wirtschaftlichen Handeln einen Beitrag zum Planeten liefern und keine Kosten. Diese Welt, die ist in unserer Vorstellung nicht angelegt, in einem Augenblick, wo wir erstmalig in der Lage sind, sie technisch zu beschreiben. Ich glaube, was wirklich neu ist, ist, dass wir nicht nur verstanden haben, dass der augenblickliche Pfad ins Unglück führt. Wir haben, glaube ich, auch erstmalig die Technologie, mit der wir ein Gegenmodell entwerfen können. Und die beiden Dinge haben wir noch nicht verbunden. Diese Welt, diese Zukunft, auf die man Lust haben kann, die verschiedenen Dinge wie wirtschaftliche und ökologische und soziale Ziele wieder zusammenbringt, die ist heute bereits zumindest als technisches System beschreibbar. Da müssen wir recht wenig dazu erfinden. Daran glauben zu können, das hält uns davon ab.